na, nicht erschrecken, mein Gesicht ist in voller Größe und da liegt Emmas Kuschelschweinchen, was sie da hingeprügelt hat. Ich wollte nur ganz kurz eine kleine Einladung geben, bevor das Video startet. Und zwar habe ich im Rahmen eines Streams begonnen, The Witcher Heart of Stone zu spielen. Und habe mir gedacht, bevor das Ganze untergeht und das Spiel oder beziehungsweise das Gameplay war sehr lustig, schneide ich das komplett mal zusammen. Es ist ohne Einblendung, also es ist ganz easy peasy wie ein normales Let's Play. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es vielleicht manchmal ein bisschen komische Dinge gibt, die ich sage. Es liegt einfach nur daran, dass das Ganze im Rahmen eines Livestreams stattgefunden hat. Aber ansonsten gibt es da keine Einschränkungen. Wir laufen ganz normal das komplette Gameplay durch. Es wird eine ganz normale Let's Play-Reihe hier. Und ich wünsche euch unheimlich viel Spaß dabei. Ich bin von der letzten Convention noch sehr heiser, beziehungsweise ein bisschen heiser und übertreibe gerne. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Die sind auch alle so krass vernarbt, ne? Muss ich sagen, was ist, warum bin ich denn jetzt hier? Bin ich besoffen? Ja gut. Das ist ein Fröschlein mit Messern im Kopf. Dann gehen wir mal in die Kanalisation und killen den Prinz, wollte ich sagen. Hey du, Katzenauge! Miau, miau, miau! Ich heiße Geralt. Gutes Tattoo, nicht. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Ha. Wir sind aber kein Auftragsmörder, sehe ich genauso. Bin ein Hexer, kein Kopfgeldjäger. Du tötest doch ziemlich viele von denen, oder? Wenn sie es verdient haben. Nee. Und der Mörder meines Freundes hat es nicht verdient? Hör mir erst mal zu. Wir hören erst mal zu. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Diese Tätowierungen sind so scheiße. Furchtbar. Nein, Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Wie geil die ist, die hat nur so eine Vermutung. Den Mistkerl, der das getan hat. Und töte ihn. Und gibt direkt so Auftragsmorde raus. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Einfach so quer rüber. Ich ja, mit den Narben haben die irgendwie alle ein bisschen, ne? Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du willst tun, worum ich dich bitte. Da hätte sie mal ein besseres Auge und einen besseren Blick für Tätowierungen gehabt. In der Taverne zur Alchemie auf dem Marktplatz. Ja, ist ja gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, das ist das Beste an dem Spiel, wenn man Leute über den Haufen rennt und die einfach nur so machen. Wir rufen jetzt erstmal die zuverlässige Plötze hier zu uns. Komm her, Pferd. Komm, Pferdchen, 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 Pferdchen. Und reiten mal von hier aus. Steuerung ist schlecht. So. Geben mal Fersengeld. Und ich möchte nicht mit der Schnellreise reisen, weil ich habe das Spiel so vermisst und ich freue mich so hart, dass es endlich mal wieder dazu kommt. Ich meine, das DLC gab es ja schon länger, ne? Das ist ja, ist mir ja bewusst gewesen. Aber man muss ja so als, komm, lauf. Als Let's Playerin immer so ein bisschen gucken, ob man sich Sachen für sich aufverwahrt, also verwahrt, behält oder, ob man Sachen halt Let's Playt. Und ich habe halt schon das komplette Hauptspiel vom Witcher für mich behalten. Also ich wollte halt einfach, dass ich wollte mir das selber nicht kaputt machen, indem ich irgendwie vielleicht, ich habe da 4 Jahre drauf gewartet und ich wollte halt mir das nicht kaputt quasseln selber. Und bei den DLCs habe ich mir gedacht, mache ich dann eine Ausnahme. Also was, das heißt kaputtquasseln. Also man kann halt schauen, entweder genießt man einfach ein Spiel und sagt gar nichts oder man kommentiert es halt so ein bisschen. Das kann man halt, muss man halt gucken, wie man das hält. So. Also es gibt halt Leute, die wie Gronkh jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Gronkh Spiele nur für sich noch spielt.
Ich glaube, ich bestimmt. Und für mich war halt Witcher 3 eigentlich so eins. Mit den DLCs möchte ich das jetzt aber gerne anders halten, weil ich das Spiel halt unfassbar liebe. Und vielleicht haben halt einige von euch das auch noch nicht gespielt. Und ich kann euch das so ein bisschen näher bringen. Das fände ich halt voll schön. So, deswegen reiten wir hier jetzt mal so ein bisschen in die Richtung. Querfeld ein. Boah, ich würde mir voll gern noch einen Toast oder sowas machen. Ich habe mega Hunger. So schön Toast mit Käse, der dann so auf dem Toastbrot zerläuft. Oh, geil. So, lauf, Plötze. Plötze knickt auch hinten so ein bisschen weg beim Laufen. Ah! Ja, ich habe ja jetzt im Juni kommt eine neue Grafikkarte raus, auf die ich so ein bisschen schiele. Die, hallo, ja, guten Tag. Die ich ganz geil finde. Und, die für das, was die kann, auch recht erschwinglich ist, muss ich sagen. Und die werde ich mir dann, glaube ich, auch mal gönnen. Und dann, wenigstens das Blood and Wine DLC dann auf einer etwas höheren Auflösung spielen. Weil der PC ist noch gar nicht so alt. Also eigentlich, eigentlich dürfte das gar nicht so das Problem sein. Aber das ist halt ein extrem hochauflösendes Spiel, ne? Ich meine, das ist halt Open World so. Da hat man halt viel, viel Anspruch. Mein Computer konnte zum Beispiel... Oh, was war denn das nochmal? Uncharted? Nee. Division. Ich konnte Division nicht spielen. Ich hatte mir das Spiel besorgt und wollte es unbedingt spielen. Und meine Grafikkarte hat es gerade so nicht geschafft. Es war nicht schaffbar. Ich habe mich auch da wirklich umgeguckt und alles. Nicht drin gewesen. Konnte ich nicht spielen. Das war sehr, sehr schade. So. Zu wem müssen wir denn hier? Oder müssen wir einfach hier in die Kanalisation rein? Ja, okay. Zack. Und jetzt, ja, ist ja okay, ich höre dir doch eh schon nicht mehr zu. Hör doch auf zu reden. So, wir gehen auf jeden Fall mal in die Defensive. Groß von einem Mann wohl. Ich dachte, in welche Richtung gehen wir denn? Dem verwunschenen Prinzen. Aha, da sind die Stiefelspuren. Folgen wir denen mal mit unseren Hexersinnen. Ah, was haben wir denn da? Ertrunkene. Und weg. So, was war da? Da lag doch was. Da liegt doch was. Ist das etwa ein Sumpfweib? Ich bin dran vorbeigelaufen. Oder Wasserweib heißen die ja hier, ne? Schwertwunden. Das war kein Monster. Naja, das, was da lag, schon. Alles andere weiß ich nicht. So, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Hier ist eine Türe. Ach, muss ich mich doch mal anders umsetzen und meine Füße aus dem Papierkorb rausholen. Momentchen. So. Aha, aha, aha. Da liegt doch jemand. Da liegt doch jemand. Ich bräuchte einen Sessel zum Zocken. Was passiert dort? Schleiche, Geralt. Schleiche, wie du noch nie zuvor geschlichen bist. Was passiert denn da? Das sieht komisch aus. Oh, okay. Hä? Geralt? Was machst du hier? Ich kann mich nicht mehr an sie erinnern. Hilf mir. So ein Zufall. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas
können wir tun? Ja, wenn du so weitermachst, den Brustkorb noch durchbrechen. Nachträglich. Verdammt! Schmodder! Alles umsonst. Du hast tja, so ist das manchmal. Danke, Geralt. Für was auch immer. Es ist schön, dich zu sehen. Gleich. So ein schöner Zufall. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich für immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert. Vor allem in der Ochsenfurter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Das geht nicht, ich habe hier noch was zu tun. Ist die dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter. Ach, daher kenne ich die. Oh. Deine Mission, wie lautet die? Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Ach so. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann etwas Gift mitbringen. Ja, das können wir tatsächlich tun. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Offensichtlich. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Okay, das war ihr Todesurteil. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Okay. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Sie war das nämlich. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich, also da kommen wir jetzt nicht mehr lang. Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Ah, okay. Das sieht doch gut aus. Dann nehmen wir diese doch. Dreh dich mal. Und dann ist es, glaube ich, das hier. Hä? So. Perfekt. So. Dann können wir einmal drumherum. Vielleicht ist das Monster noch hier. Möglicherweise. Boah, ich habe so ein bisschen was. Ich habe heute so ein mega dick Nagellack auf meinen Nagel machen müssen, weil mir ist was richtig Fieses passiert. Ich habe vor einigen Tagen habe ich geduscht. Ja, das war das Fiese. Und bin dann beim Rasieren mit dem Nagel voll abgerutscht und ins Nagelbett reingeknallt und habe mir dann so richtig schön mit dem Rasierer bis aufs Nagelbett geschnitten. Ah, jetzt können wir uns einmal alle schütteln. Ekelhaft. Das war nicht so cool. Aber gut, was will man machen, ne? Da liegt noch was zu plündern. Ich würde übrigens vorschlagen, dass wir jetzt für den Anfang erstmal morgen mit Witcher weitermachen, weil wir sind ja jetzt gleich fast schon wieder durch hier. Also ein paar Minuten haben wir noch, aber ich fände das halt ganz schön, ne? Dann könnte man die Story weiterspielen, oder? Hättet ihr da Lust drauf? Schwertwunden. Das war kein Monster. Mm-mm. So, was haben wir hier noch liegen? Drachenleder. Nicer Scheiß. So, gehen wir mal da hinten gucken. Ach so, ja gut. Von Sequenz zu Sequenz. Mit Z. Sequenz. Kommt von Zwetschge. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Ganz schön verstümmelt. Miklas. Die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Offensichtlich nicht. Sonst könnten wir sie ja auf ein kleines Gewinnspielchen einladen, nicht wahr? Oh, bei mir knackt's im Gebälk. Was so. Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen Klassiker. Haben wir einen kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein.
Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Ja, naja. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Wie sieht das denn nun aus? Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Das ist bestimmt eine eklige Kröte oder sowas. Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Bäh. Ja, wir müssen uns umsehen. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Kann nicht sein, weiß man nicht. Wir gucken jetzt mal. Ich bin hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. That's what she said. Ganz schön tief. That's what she said. Die Station ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Bern hatte einen Generalschutz. Ach komm, so tief ist das auch nicht. Ja, da wollen wir doch nicht runter, ne? Wir wollen ja erstmal da hinten hin. So. Oder müssen wir runter und in die Richtung? Oder ist das der hier? Nee, jetzt. Ich hab den Schlüssel. Ach so, das war's schon. Na gut. Ja, wohin denn, Pippi? Folg mir mal, komm. Lass den Papa mal machen, der zeigt dir mal hier, wo es lang geht. Drunter sind offensichtlich einige Monster aktiv. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Wo wir hier hinkommen. Halt, da sind noch Dinge zum Einsammeln. Ich bin noch nicht fertig. Diese Legende, dass das Monster ein verwunschener Prinz ist. Hab ich gehört. Die Frauen fallen reihenweise drauf rein. Wenn ich rausfinde, wer diese Legende in die Welt gesetzt hat, bringe ich ihn um. Du glaubst nicht dran. Ah. Ich habe Medizin Beste. Studiert, nicht Literatur. An Märchen glaube ich schon lange nicht mehr. Eine unglückliche Romantikerin. Oh. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Ekelhaft. Der Tod ist für mich ekelhaft. Bio ist für mich Abfall. So, ich protekte mich mal am besten ein bisschen. Weil jetzt muss ich hier auf die Kacke hauen. So, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ah, toll. Mein scheiß Schwert ist schon wieder am Arsch. Ah. Zack und zack. Da fliegt der Kopf. Ich muss mal gerade gucken, ob ich noch ein Rüstungsset habe. Oh, wo sind die denn nochmal? Sind die hier? Ich habe so viel Scheiß dabei. Oder hier? Oder hier? Habe ich gar nichts mehr? Oder hier sind die doch dabei. Da ist noch was. Ja. Zack. Sehr schön. Ist ja, aha, okay. Sehr gut. So, wie schaut das aus? Da ist doch was. Was haben wir denn da? Ja. Kartoffelzeug. Ah! Was? Scheiße! Kacke! 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 Wo kommen die denn auf einmal her? Ach, Mist, ey. So, komm. Oh, lalalala, sagt der. Monsterknochen, sehr gut. Da ist ein Humpen Bier auf der Karte. Ich möchte ihn gerne einsammeln. Ist das da drin? Ist da Bier drin? Das wäre ja verrückt. Ah, wo, wo, wo? Hä, den habe ich nicht kommen sehen. Wo kommt der her? Wo kam der denn jetzt her, der Vogel? Voll ätzend. Hier sind überall scheiß Ertrunkene. Ja, da sind auch zwei. Wir gehen mal hier rum. Nicht, dass wir noch Aggro ziehen.